Moin Leute, ich heiße euch wieder herzlich willkommen bei filme.de. Heute mal in einer sitzenden Position. Das ist heute relativ kurzfristig das Video. Ich bin spontan online gegangen, beziehungsweise mache heute spontan Video. Ja, anscheinend habe ich auch nichts Besseres zu tun. Nein, über was wollen wir heute reden? Es sind ja ein paar Filme rausgekommen zurzeit. Unter anderem John Wick 4, Manta Manta 2, der zweite Teil. Der Super Mario Bros. Film ist rausgekommen. Es wurde angekündigt, die neue Serie von Harry Potter von HBO. Ja, darüber wollte ich eigentlich mal so ein bisschen reden. Keine Sorge, ich spoilere hier nichts. Ja, John Wick 4, großer Kassenschlager. Ich hoffe, ihr habt den schon gesehen. Ich war im Kino auf jeden Fall und ich muss sagen, ja, Keanu Reeves wieder in Hochform und in Bestform. Ich glaube sogar, dass der den Film selber gedreht hat, beziehungsweise selber in die Hand genommen hat, sage ich mal. Natürlich mit viel Unterstützung, aber Leute, geht ins Kino, guckt John Wick 4. Ich muss sagen, das ist der absolute Kracher. Wer die anderen Teile schon gesehen hat, John Wick 1, 2 und 3, ähnliche Qualität, sehr, sehr gut. Und ja, der Super Mario Bros. Film kam ja jetzt erst raus. Ja, ich weiß nicht, wer den schon gesehen hat von euch. Ich war wieder natürlich im Kino gewesen und habe mir den angeschaut. Ja, ganz ehrlich, auch wieder ein Rekordfilm und der wird auch noch Rekorde brechen, der Film. Ja, Nintendo in Höchstform. Jeder kennt Super Mario. Jeder hat früher in seiner Kindheit, beziehungsweise ich spiele heute noch Super Mario gezockt. Und natürlich der Film jetzt dazu. Leute, guckt euch diesen Film an. Absolut legendär, der Film. Weckt bei mir Kindheitserinnerungen. Super Sache. Ja, und über was ich jetzt eigentlich in dem Video reden wollte, deswegen mache ich das auch so spontan gerade, weil ich da einfach Bock drauf hatte, jetzt drüber zu reden. Die neue Harry Potter-Serie. Es wurden ja immer Gerüchte gesagt, es kommen neue Harry Potter-Filme raus, es kommt eine neue Serie raus und so weiter. Leider wurde ja gesagt, dass Fantastische Tierwesen nicht mehr weitergeführt wird, was mich sehr traurig gemacht hat. Umso besser ist es jetzt, dass die neue Harry Potter-Serie endlich offiziell angekündigt wurde und auch offiziell ein Teaser-Trailer kam. Obwohl der Teaser-Trailer, ganz ehrlich, der hat leider nicht viel ausgesagt, ne? Jetzt bin ich natürlich gespannt, was bei dieser Serie bei rumkommt. Es wurde schon gesagt, dass J.K. Rowling Regie führen wird und HBO der Produzent sein wird, ne? Jeder kennt HBO, Game of Thrones. Um was sie nicht alles für gute Serien gemacht haben. Deswegen denke ich, dass diese Serie sehr, sehr gut wird. Ich bin gespannt, weil die Filme, wir kennen es ja, haben nicht alles gezeigt, was in den Büchern gezeigt wird. Jetzt ist es ja so, dass, wie gesagt, jede Staffel ein Buch verfilmt. Das heißt natürlich, sie haben jetzt sehr, sehr viel Zeit, alles zu zeigen, was auch in den Büchern vorkam und in den Harry Potter-Universum vorkommt. Ich bin gespannt, welche Schauspieler es treffen wird, weil für mich wird es schwierig sein, sich in die Staffel reinzuversetzen, weil man kennt natürlich die Schauspieler aus den Filmen und die Serie jetzt, die muss das natürlich toppen. Ja, Leute, ich bin natürlich sehr, sehr gespannt und sehr, sehr gehypt auf die neue Serie und freue mich auch mega, dass Harry Potter endlich mal was Neues und was Frisches bekommt. Aber ich setze frisch mal in Anführungsstrichen, weil natürlich wird die Serie einfach bloß die Geschichte und die Bücher nochmal neu erzählen, sage ich mal. Und was nicht schlecht ist, weil wir wissen, dass in Serien immer mehr Content geliefert werden kann als in Filmen. Und wenn die Serie nur annähernd so gut wird wie die Herr der Ringe-Serie, ja, dann wird das auf jeden Fall ein sicheres Ding und eine runde Sache auf jeden Fall, ne? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, war ein kurzfristiges Ding jetzt von mir. Ich werde jetzt, denke ich mal, noch eine Shisha rauchen gehen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da, guckt bei Instagram vorbei, guckt bei Facebook vorbei, guckt auch bei TikTok vorbei. Wir sind überall vertreten. Und wir hören uns demnächst wieder.